Hello, 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 bitch. Wann habe ich letztes Mal Ferien gehabt? Vor anderthalb Jahren. Wann habe ich mir zuletzt mal was gegönnt? Vor 6 Monaten. Deswegen haben ich und meine Schwester heute gesagt, weißt du was, Bitch? Ich kann nicht nur arbeiten. Ich mache 3 Videos wöchentlich, 17 Meetings. Ich fliege überall für andere Meetings. Manchmal brauche ich auch eine Pause. Deswegen gehen wir heute nach Metzingen und wir shoppen. Weil heute will ich ein bisschen Geld. Komm mit, Bitch. Wie spät ist es? Es ist 7 Uhr. Und wie lange werden wir bis dorthin brauchen? 3 Stunden. Yes! Oh mein Gott! Es gab einen Wolf am Boden! Es gab einen toten Wolf am Boden! Oh wow, der Tag fängt wunderbar an. Was für ein verficktes Dreckswetter. Für einmal in meinem fucking Leben, wenn ich rausgehe, überholen tue ich so oder so nicht. Weil wenn es so stark regnet, noch mehr, noch mehr, noch Kauerfrau, noch motherfucking Pink Demonet. Ich sehe nicht mal das Auto vor mir. Wie soll ich die Straße vor mir sehen? Wir sind endlich angekommen nach 3 Stunden Fahrt. Und was machen wir als erstes? Pipi und Kaki. Renn, 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 du fettes Auge. Meine Schwester hat ein paar Brillen gefunden. Ich finde sie ganz cute. Aber die wären voll cute, nicht? Besser als die andere finde ich schon. Wie sehen diese aus? Besser? Die finde ich schön. Es passt, es passt. Oder findest du Rot besser? Rosa besser. Wie finden wir? Dolce Gabbana, wow! Hey. Meine Schwester probiert gerade diese Schuhe. Oh, wow! Wie findest du es? Die sehen wie eine Teetasse aus. Oh, Mama, was hast du gekauft? Eine Kleinigkeit. Man gönnt sich sonst ja nichts. No. Ich sollte dich eigentlich als Assistentin nehmen, weil du filmst, du machst. Ich probiere einfach Schuhe. Diese sind die erste. Gorgeous. Aber ich bin verliebt in diese. Und diese sind die zweite. Oh, wow. Ist ein bisschen eng. Cinderella Fuß hast du nicht. Vielleicht lassen sie sich ein bisschen gehen. Oh. Catwalk, Catwalk, Catwalk. Das ist so bequem. Ja, die sind auch meine. Schwitzen die einen Hund her. Der Catwalk des Todes. Ich bin dein Assistent. Ja, fast. Man könnte wirklich meinen, du. Guck mal, sie hat komplett Versace angezogen und sie freut sich. Oh, get out the way, bitch. Twerktest. Wir sind in Valentino und es macht ein bisschen große Hupen. Vieni vicino. Irgendwie ist es mega hübsch. Vielleicht ohne Pulli, ne? Ja, aber es ist mega hübsch. Vielleicht ohne Pulli einfach. Findest du nicht? Ich weiß nicht. So, meine Kinder, wir sind jetzt fertig. Jetzt fahren wir nach Hause. Wir sind fertig mit unserem Leben. Ich habe mir noch ein Prada-Portemonnaie gekauft. Ja, zu Hause zeige ich euch auf jeden Fall, was wir gekauft haben. Wir machen eine kleine Fashion-Show. Bis gleich. Ah, jetzt fressen wir noch. Jetzt essen wir. Gib mir den Lock, gib mir den Lock. Ein guter. Dann. Ratet mal, wer wieder zu Hause ist. In diese fucking Leggings. Ich schaffe nicht zu twerken. Es bewegt sich gar nicht. Die alte Bitch ist zu Hause. Oh, Bitch. 3 Stunden hin und 3 Stunden zurück. Can you believe it? Mein Gesicht ist eine Ölfritteuse geworden. Ich könnte bei McDonald's arbeiten, so ölig bin ich. Wir sind hier, zu schauen, was ich gekauft habe. Also das Letzte, was ich gekauft habe, ist bei Prada. Und das ist ein neues Portemonnaie, weil mein altes Portemonnaie ist wie meine Karriere. Am Arsch! Der Portemonnaie war eigentlich das teuerste. 270 Euro. Yes, bitch, work. Spend that money, cunt. Ich liebe Unboxing. Ich finde das so spannend. Aha. Welche Farbe hat die alte Bitch gekauft? Ihr werdet ausrasten.
Oh, wow. Beige. Beige, schlicht, basic, das Haus. Oh, und es hat sogar ein Tüchlein, so dass es nicht kaputt geht, dieser Müll. Wollt ihr mein altes sehen? Bitch, bitch, wollt ihr Wahrheit haben? Mein altes Portemonnaie hat mir meine Mutter vor ungefähr 6 Jahren geschenkt. Guck, wie das fucking Portemonnaie ausschaut. Der Typ ist demoliert. Also können wir über das reden? Also dieses Ding geht außer fucking ander. Also es war Zeit für vielleicht einen Upgrade. Hier hat es einen Reißverschluss. Unbelievable, es hat einen Reißverschluss, can you believe it? Und innen drin sieht es so aus, es ist ein fucking Portemonnaie, who fucking cares? Es kommt auch mit diesem wunderschönen Stück Karton, unbrauchbar wie meine Witze. Dann haben wir Jimmy Choo, in a bei der fucking Jimmy habe ich diese Schuhe gekauft für 140 Euro. Und ich frage mich, wie viel das sie davor gekostet haben. Ich denke, das war das letzte Stück oder so, deswegen waren sie so günstig. Und Mama ist eine Schnäppchen-Queen, okay? Das ist so ein Tüchlein, weil I'm a stupid bitch. Genau, genau, genau. Und stell dir vor, sind die falschen Schuhe. Oh, ich finde, sie sind so wunderschön. Die haben so eine spitzige Spitze und so eine goldige Spitze und mit Pois. Und das ist so Velourleder. Kajut! Kajut! Ich finde, sie sind wirklich mega cute. Für eine Lady, für eine classy Lady. Also nicht für mich. Ich denke, Originalpreis war 600, 700 Euro. 140 ist schon ein Schnäppchen. Nike kostet fast mehr wie das. Excuse me, bitch. Deswegen war Schnäppchen. Und jetzt kommen wir zu den letzten. Tada, Dolce & Gabbana, bitch. Und ich hatte mir noch nie Marken-Sneakers gekauft. Okay, außer die Versace, aber sonst nie. Da haben wir die Box. Originalpreis waren 500 Euro und ich habe 245. Also die Hälfte habe ich bezahlt. Es kommt auch mit der schwarzen Pouch. Mit der Garantie, of course. Mit der zweiten Garantie, of course. Und sie ist so geil. Sie ist so geil. I am deeply disgusted. Oh, bitch. Oh, yes. Geil, geil. Geil. Oder we love. Wir lieben eine klassische schwarze Sneaker für den Alltag. Ich finde, sie sind mega, mega kajut. Eben, und ich trage gerne flache. Nein. Im Alltag trage ich manchmal flache Schuhe und deswegen cute, 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 cute. Ich frage mich, wie lange das diese Sohle weiß bleibt, aber naja, it's not my fucking problem eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. Und die Schuhe sind Leder und sind mega bequem, muss ich echt sagen. Also, kann ich nur empfehlen. Habe ich noch nie getragen, aber kann ich nur empfehlen. So, diese Scheiße wieder zu, so dass ich sie wieder aufmachen kann, weil ich sie in meine Schuhregal stellen möchte. Aber ich bin dumm wie Brot. Den Tag, wir sind 6 Stunden, also 3 hin und 3 zurückgefahren für 3 Produkte. Okay, es war mega. Ich hoffe, dass euch auch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann bitch, vergiss nicht zu abonnieren und überspringe auch die Werbungen nicht, weil, okay, jetzt ich kann nicht sagen, dass meine Psychiater teuer sind, weil meine Schuhe sind auch teuer, aber naja, für einmal in 6 Monaten einmal Shopping, naja. Und eben, wie gesagt, die Sachen waren nicht übertrieben teuer. Ich meine, ein paar Schuhe für 140, ein paar Schuhe für 200 und ein paar Monate für 200. Waren die günstigsten? Nein. Waren die teuersten? Auch nicht. Ich bin noch menschlich. Deswegen guck trotzdem die Werbungen durch, auch wenn du denkst, dass ich eine Fotze bin. Okay? Wir sehen uns ganz bald und I love you. Baba. The fuck you do.